Okay, mal ehrlich. Wie oft war das einzige Ziel, was du hattest, wenn du irgendwas Neues gelernt hast, es so schnell wie möglich spielen zu können? Und mit schnell meine ich jetzt nicht schnell lernen, sondern wirklich von der Geschwindigkeit her schnell zu spielen. Ich weiß, es ist sehr verlockend, aber Geschwindigkeit sollte wirklich das Letzte sein, an dem du arbeitest. Hi, ich bin Dennis und in diesem Video verrate ich dir meine Top-Gründe, warum du dich zumindest am Anfang nicht unbedingt auf Geschwindigkeit um jeden Preis einschießen solltest. Ehrlich gesagt verstehe ich immer noch nicht so ganz, woher dieser Drang kommt, irgendwie alles schnell spielen zu wollen. Es gibt so viele Dinge, die einfach wichtiger sind als Geschwindigkeit oder auch eine Voraussetzung dafür sind, um überhaupt schnell spielen zu können. Spontan fallen mir da zum Beispiel ein Technik, Timing, Kontrolle, Feeling, so ein bisschen ist Geschmackssache, für mich ist es wichtiger, Musikalität, Kreativität, dynamisches Spielen, Zuhören und Unabhängigkeit. Wenn du dich grundsätzlich zuerst immer daran machst, alles auf Geschwindigkeit zu üben, ist es im Prinzip so, als würdest du versuchen, die fünfte Etage eines Hochhauses zu bauen, bevor du überhaupt das Fundament gegossen hast. Es macht einfach keinen Sinn. Lass mich dir das mal anhand einiger der eben genannten Dinge erklären. Um schnell spielen zu können, ist es absolut unabdingbar, eine gute Technik zu haben. Denn was sonst passiert, ist, dass du ab einer bestimmten Geschwindigkeit nur noch aus den Muskeln spielst und dadurch an eine Grenze stößt, die du einfach unmöglich überwinden kannst. Wenn du aber die richtigen Bewegungen übst, ist es nicht nur einfacher, schneller zu spielen, sondern du kannst diese Geschwindigkeit auch viel leichter über einen längeren Zeitraum halten. Geschwindigkeit ohne das richtige Timing ist absolut nutzlos, weil dann ist es einfach nur unsauber. Wichtig hierbei ist das sogenannte Mikrotiming. Das heißt, das, was zwischen den Vierteln passiert. Also das Metronom gibt dir im Normalfall 1, 2, 3, 4 die Viertel vor und dann musst du in der Lage sein, exakt bestimmen zu können, wo zum Beispiel die Sechzehntel hinfallen. Also 1 E unter, 2 E unter, 3 E unter, 4 E unter, 1. Wenn dir das noch schwerfällt, musst du es eben zuerst üben. Dafür kannst du am besten dein Metronom auf Sechzehntel umstellen und im ersten Schritt versuchen, diese ganzen Sechzehntel so exakt wie möglich mitzuspielen. Und im zweiten Schritt, eine andere gute Übung, ist auch, dass du versuchst, einzelne Sechzehntelpositionen mitzuspielen. Also zum Beispiel die zweite, 1E, 2E, 3E und 4E oder die vierte Position, 1A, 2A, 3A und 4A. Diese beiden sind meistens am schwersten. Die Kontrolle ist nochmal so ein anderer Aspekt, der so ein bisschen in die Technik mit reinfällt. Denn die Technik zu lernen ist eine Sache, aber die Technik auch auf einer bestimmten Geschwindigkeit die ganze Zeit zu halten, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und da muss man wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man merkt, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Technik einfach auseinanderfällt, weil die Kontrolle noch fehlt, dann muss man eben an dieser Grenze bleiben oder ein bisschen unter dieser Grenze arbeiten, bis man irgendwann in der Lage ist, durchzubrechen. Auch die dynamische Kontrolle ist um einiges wichtiger als die reine Geschwindigkeit. Denn was gerne passiert, ist, dass man, je schneller man spielt, auch immer lauter spielt. Aber genau das ist in den wenigsten Situationen sinnvoll. Das heißt, wenn du schon auf Geschwindigkeit übst, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du es auch ganz leise spielen kannst. Die Unabhängigkeit bzw. der Bewegungsablauf muss auf jeden Fall sitzen, bevor du an der Geschwindigkeit arbeiten kannst. Denn es bringt dir nichts, wenn du auf gut Glück versuchst, zum Beispiel ein Paradiddle zu spielen und dann aber alles total unsauber wird. Also du musst auf jeden Fall den Bewegungsablauf komplett verinnerlicht haben, sodass du überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken musst
Und dann wird es überhaupt erst möglich, an der Geschwindigkeit zu arbeiten. Wenn du übrigens mehr darüber wissen willst, wie du den Bewegungsablauf verinnerlichen kannst, ich verlinke dir unten mal ein Video, wo ich darüber gesprochen habe, wie man den Paradiddle übt. Das kannst du im Prinzip auch auf alles andere übertragen. Zuhören ist auf jeden Fall wichtiger als Geschwindigkeit. Das heißt, du solltest darauf achten, dass je nachdem, wie schnell du spielst, du immer noch genug Rechenleistung übrig hast, um zuhören zu können. Sei es jetzt, dir selbst zuzuhören, also beurteilen zu können, ob das, was du spielst, noch richtig ist, oder auch deinen Bandkollegen zuhören zu können. Denn es bringt niemandem etwas, wenn du irgendwas mega schnell spielst, aber dabei gar nicht merkst, dass es überhaupt gar nicht zu dem passt, was deine Band spielt. Deswegen achte mal wirklich darauf, wenn du irgendwas auf Geschwindigkeit übst, wann dieser Punkt kommt, wo du dich so sehr auf das konzentrieren musst, was du jetzt so schnell spielen möchtest, dass du gar nicht mehr checkst, was irgendwie um dich herum passiert oder dass du gar nicht mehr wirklich beurteilen kannst, ob das jetzt eigentlich noch richtig ist, was du spielst. Wenn du merkst, dass du diese Grenze überschritten hast, dann geh einfach einen Schritt zurück, mach's ein bisschen langsamer, bleib auf der Geschwindigkeit und wenn du die Geschwindigkeit sicher gemeistert hast, dann kannst du immer noch wieder höher gehen. Bei diesen Begriffen kommt natürlich jetzt sehr stark der persönliche Geschmack durch. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich Geschwindigkeit überhaupt gar nicht beeindruckt. Also wenn ich zum Beispiel einen Blastbeat oder einen Double Bass Groove oder irgendwas anderes auf 200 BPM oder so höre, das gibt mir einfach nichts. Also klar, das ist total die krasse Leistung, erstmal dahin zu kommen, aber es ist halt nicht das Nonplusultra. Ja? Ich persönlich finde es zum Beispiel viel, viel geiler, wenn ich einen simplen Groove höre, der von mir aus auch relativ langsam gespielt ist, aber der halt ein ultra geiles Feeling einfach transportiert. Da denke ich zum Beispiel an so Schlagzeuger wie Steve Jordan oder Joost Nickel. Den könnte ich den ganzen Tag zuhören, wie sie einfach nur einen extrem simplen Groove spielen. Also warum reite ich denn jetzt eigentlich immer und immer wieder auf diesem Thema Geschwindigkeit rum? Ich habe jetzt schon einige Videos auf meinem Kanal, wo ich irgendwie sage, dass Geschwindigkeit nicht wichtig ist und so. Und ich weiß, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander und es wird auch viele Leute geben, die mir nicht zustimmen. Und es gibt ja auch durchaus Situationen, in denen man einfach darauf angewiesen ist, schnell spielen zu können. Zum Beispiel, wenn man irgendwie in einer Punkrock-Band spielt oder eine Death-Metal-Band oder so, dann muss man einfach in der Lage sein, Dinge schnell spielen zu können. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass sehr, sehr viele Anfänger denken, dass Geschwindigkeit irgendwie wichtig ist oder so. Das heißt immer, ja, okay, ich kann jetzt diesen Groove spielen, aber der ist ja noch voll langsam. Ja, who cares? Dann ist er halt langsam, ja? Arbeite doch erstmal an dem Feeling, an den Dynamiken des Grooves. Man kann an so vielen verschiedenen Dingen noch arbeiten, so wie laut spiele ich die Hi-Hat, wie laut spiele ich die Snare-Drum, wie ist das Verhältnis von beiden. Da gibt es einfach viele Dinge, die wichtiger sind als die Geschwindigkeit. Und ich glaube, viele Anfänger machen sich einfach viel zu sehr einen Kopf darüber, dass sie irgendwie alles schnell spielen müssen und setzen sich damit irgendwie selber sehr stark unter Druck. Und für diese Leute möchte ich einfach nur mal dieses Video gemacht haben, um zu zeigen, dass es durchaus sehr, sehr viele Leute gibt, denen Geschwindigkeit komplett egal ist. Ja, also du musst nicht alles schnell spielen können, damit es gut wird. Mach dir keine Gedanken über Geschwindigkeit. Das ist im Prinzip so die Message, wenn man so will. Ja, also Geschwindigkeit ist nicht so wichtig, wie du denkst. Guck erstmal, dass du alles einfach entspannt spielen kannst.